Hallo, heute möchte ich euch ein wenig über das Buch erzählen Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher. Es handelt sich bei diesem Buch um ein Jugendbuch, wobei ich sagen muss, es ist wahrscheinlich deswegen als Jugendbuch deklariert, weil die ganze Geschichte dreht sich um Schüler aus einer Schule, aber die Thematik an sich kann man auch bei Erwachsenen wiederfinden. Also ich finde eigentlich, ist es so ein, dieses Thema passt eigentlich in alle Altersklassen, egal ob man jung ist oder alt. Es geht in diesem Fall um Hannah, die Selbstmord begangen hat. Das steht also von Anfang an fest. Hannah ist tot. Und 14 Tage nach ihrem Tod erhält Clay ein Päckchen mit 7 Hörspielkassetten. Und er kann natürlich erstmal mit diesen Kassetten überhaupt nichts anfangen, muss erstmal so einen Kassettenrekorder suchen. In der heutigen Zeit ist das ja auch nicht mehr so einfach, mal eben irgendwo so einen Kassettenrekorder herzubekommen. Er findet dann auch einen Kassettenrekorder und hört sich halt die Kassetten nach und nach an, auf denen Hannah zu ihm spricht. Jetzt aber nicht nur zu ihm, also es handelt sich wie gesagt um 7 Kassetten. 13 Seiten davon sind besprochen und Hannah erzählt auch von Anfang an, dass jeder, der seinen Namen auf diesen Kassetten hört, ein Teil dazu beigetragen hat, dass sie sich letztendlich umgebracht hat. Also es ist natürlich schon ein sehr tragisches Thema und das Buch bringt unheimlich zum Nachdenken. Aber was mich an dem Buch so fasziniert hat, ist diese Spannung, die wirklich von der ersten Seite bis zur letzten Seite da ist. Also mich hat eigentlich alles gestört, was mich beim Lesen gestört hat. Also sei es jetzt irgendwie ein Telefon klingeln oder die Tür klingeln oder so, ich würde euch raten, alles abzustellen, was euch irgendwie stören könnte, weil es wird euch aggressiv machen. Also ich wollte unbedingt wissen, was ist passiert, dass Hannah sich umgebracht hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das hier gut über die Kamera erkennen kann. Es ist halt so, dass Clay die Kassetten nach und nach hört. Und das, was Hannah in den Kassetten oder auf den Kassetten sagt, wird immer so inklusiv dargestellt. Und zwar auch so, dass man hier diese Zeichen von Kassettenrekordern sieht, wie dieses Dreieck, was ja Play bedeutet, also abspielen, oder dieses Viereck, was bedeutet Stopp, oder es gibt auch diese beiden Striche, die Pause bedeuten. Was sich jetzt so ein bisschen kompliziert vielleicht anhört, ist es gar nicht, weil man wirklich von Anfang an in diese Geschichte so integriert wird, dass man genau sieht, das hat jetzt Hannah auf den Kassetten gesprochen und das ist das, was Clay dazu sagt oder denkt. Zeitgleich erklärt Hannah, dass derjenige, der die Kassetten hört, einige Zeit zuvor eine Karte bekommen hat. Und das stimmt auch, also Clay hat auch diese Karte bekommen, es ist sowas wie ein Stadtplan, auf dem bestimmte Orte gekennzeichnet sind. Und während er jetzt diese Kassetten hört, begibt er sich zu den Orten, von denen Hannah auf den Kassetten erzählt. Das heißt, also zeitgleich wird der Leser einmal über die Kassetten informiert, über Hannas Leben, und gleichzeitig begibt man sich mit Clay an die Orte, von denen Hannah erzählt. Jetzt muss ich auch was nicht zu viel verraten, weil das möchte ich natürlich nicht und das werde ich auch nicht, aber es ist schon so, dass die Menschen, deren Namen auf diesen Kassetten genannt wird, halt eben, wie gesagt, immer alle etwas damit zu tun haben, dass sie sich umgebracht hat, und der Leser merkt halt, wie unwichtig manche Dinge scheinen, die aber bei anderen Menschen ganz, ganz, ganz wichtig ankommen und die unheimlich verletzen können. Das heißt also, dieses Buch hilft auch dabei und deswegen vielleicht ist es auch gut, dass es ein Jugendbuch ist, weil es bestimmt gerade Jugendlichen auch dabei hilft, nicht unbedingt immer alles zu sagen, was man vielleicht gerade denkt, weil man kann Menschen damit unheimlich verletzen. Und wenn eins zum anderen kommt, also eine Sache ist vielleicht nicht schlimm, aber wenn 13 Dinge passieren, die einem Menschen sehr nahe gehen, ja, dann kann schon mal passieren, dass man das macht, was Hannah gemacht hat. Und auch wenn man ja von Anfang an weiß, dass Hannah Selbstmord begangen hat, ist es ganz komisch, ich habe bis zum Ende irgendwie gehofft, dass sie sich nicht umgebracht hat. Aber der Leser weiß es halt von Anfang an, dass es so ist. Und wie gesagt, mich hat diese Spannung einfach fasziniert. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Ich wollte unbedingt wissen, was ist da alles passiert und vor allem, was hat Clay mit der ganzen Sache zu tun, den wir ja während des ganzen Buches begleiten. Also mich hat dieses Buch wirklich umgehauen, so wie ich das immer so schön sage, weil es hat mich einfach in seinen Bann gezogen und ich konnte nicht mehr aufhören, es zu lesen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich die Kassetten selber höre und es hat mich am Ende sehr betroffen gemacht, es hat mich nachdenklich gemacht und es war schon sehr ergreifend, aber ich fand es eben super spannend. Also durch diese Spannung hat es mich bestochen.
Und ich hoffe ganz, ganz doll, und ich denke mal, es wird auch so sein, dass Jay Asher noch ganz viele Bücher in dieser Art schreiben wird. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und bin gespannt, was er demnächst für eine Geschichte zu erzählen hat. Die Geschichte von Clay und Hannah hat mich, wie gesagt, eine Zeit lang sehr begleitet. Ich habe das Buch vor ungefähr 2 Wochen gelesen und ich denke heute immer noch an die beiden, weil die haben schon so einen Platz in meinem Leserherz bekommen. Ich wünsche euch genau die gleiche Spannung, die ich dabei erfahren durfte, und ich hoffe, dass euch das Buch genauso gut gefällt wie mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.